Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten. Ihr seht es, ich bin in Arena 8. Deswegen gibt es auch diese Sonderfolge. Normalerweise wechsle ich ja immer Clash Royale, Clash of Clans. Aber ausgegebenen Anlass, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Ich habe es endlich geschafft, diese Arena 7 erstmal hinter mir zu lassen. Ich denke, ich rutsche da sicherlich nochmal rein. Aber der Weg war steinig. Ihr habt das in einigen Videos mitverfolgen können. Und wir schauen jetzt auch mal rein, was mir eigentlich noch widerfahren ist. Es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe wirklich ein bisschen die Krise gekriegt, was die Kämpfe hier angeht. Und wir gucken mal, wo wir gestanden haben. Wir haben gestanden bei 2246, wo eigentlich meine kleine Krise losging. Hatte dann einen 1:1-Fight, der glücklicherweise so abgeschlossen wurde. Denn wir gucken mal rein. Ich habe da wirklich die Krise gekriegt. Ich war nämlich schon in der Arena 8 und kriegt auch gleich in Arena beziehungsweise gleich einen 10er Gegner. Gegen die habe ich mich immer schwer getan. Aber wir gucken mal, mit welchen Truppen er hier kommt. Und wir sehen auch gleich den kleinen Bomber und den Riesen auf 8. Solche hohen Karten habe ich noch nie verteidigt. Und ihr seht es, ich habe ein ganz neues Deck, natürlich wieder ein halb kopiertes Deck, also ich habe es ein bisschen modifiziert, aber vom Grund aus ist das Deck eigentlich so, wie mich jemand damit ganz, ganz haushoch geschlagen hat. Und ich komme eigentlich jetzt mit meiner ersten Welle schon ganz gut durch, habe seine schon so ein bisschen gestoppt, aber dennoch wusste ich auch nie, diese hohen Karten zu spielen. Der Golem hier kostet immerhin 8 Elex und ich hatte immer ein bisschen Respekt davor, habe den zwar gelevelt, aber nie genutzt. Ich glaube, diese drei Musketieren kosten nochmal einen mehr, also 9. Aber wenn der erst einmal raus ist, jetzt kommt er natürlich hier rechts unten mit den Elite-Barbaren auf 10. Das ist schon ziemlich krass in Wut. Hauen die, glaube ich, auch meinen Turm komplett runter. Da war ich natürlich erstmal schon wieder bedient. Aber mein Golem ist da oben noch unberührt auf dem Weg. Kriegt jetzt erstmal ein bisschen Beschuss und kommt sicherlich am Turm an. Meine Lakaien waren noch nicht ganz fertig, aber ich konnte noch ein bisschen was dahinter setzen. Und dann fällt der Turm noch nicht ganz, aber ich denke mal, die 197 hätte ich jetzt mit Pfeilen und den Feuerball noch irgendwo hingekriegt. Und habe mich erstmal nicht außer Ruhe bringen lassen hier. Wollte ich auch gar nicht. Ganz locker Magier hinterhergesetzt. Der braucht vielleicht nur einmal schießen, aber ich denke, da setzt er eh was vor. Da ist er auch schon, der Dicke wieder. Also erstmal wieder einen Riesen verteidigen und den Bomber da wieder hinterher. Der ist auch ganz schön nervig, den habe ich auch in einem Deck. Zwar noch nicht so hoch, ich glaube, meiner ist Level 8 oder Level 7. Aber die nerven schon ganz schön von hinten. Und er ist hier komplett nicht durchgekommen, hat den Wut also verbraten. Und hat allerdings einen Dreierprinz. Ich finde das übrigens sehr, sehr schön, die Animation, wenn der sein Schild und seine Keule verliert. Ich muss ich wirklich sagen, das ist richtig klasse animiert. Jetzt holen wir uns den Turm, glaube ich, immer noch nicht, weil er hat natürlich immer irgendwas zu setzen und kommt aber mal wieder mit den Barbaren nicht durch. Und jetzt, glaube ich, schaffe meine Kobolde da hinten den Turm, jawohl. Und ich kann den Golem gleich hinterherziehen, was ihn natürlich erstmal in die Verteidigung zwingt. Und ich im Hintergrund ganz locker meine Truppen aufbauen kann. Die Musketierin wollte ich da eigentlich nicht setzen. Manchmal setze ich die Truppe dann ein bisschen doof. Die sollte eigentlich rechts mit auf den Turm gehen, aber die hält er jetzt noch ganz gut. Da musste er jetzt mal aus Verlegenheit die Pfeile zücken. Und jetzt geht es auch schon in den Kronen-K.O. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen, weil ich genau wusste, dass genau das noch mal passiert. Hab hier wirklich alles an Truppen rausgehauen, was denn so geht. Nur um dies 1-1 zu halten. Ich wollte gar nicht seinen zweiten Turm. Ich wollte nur dies 1-1 halten, um nicht doch wieder ein bisschen abzurutschen, denn so ein, zwei Niederlagen, dann musst du wieder ein, zwei, drei Kämpfe machen, damit du das wieder rausholst. Und dann verlierst du vielleicht auch wieder. Aber diesmal sah das wirklich gut aus. Die beiden gehen auch noch ganz gut durch. Und die 30 Sekunden schafft er es auch nicht mehr, nochmal in meinen Turm oder an meinen Turm in die Nähe zu kommen. Aber der Turm unten war natürlich gefährdet. Nochmal die Elite-Barbaren in Wut. Und dann sind das hier noch 10 Sekunden.
Im Moment muss er jetzt verteidigen, sonst geht der Golem durch. Hinten komme ich sogar noch ein bisschen an seinem Turm, schaffe noch fast die exakte Anzahl, wie er links unten bei mir im Turm, 1348, 1349 da oben. Jawohl, sieht gut aus, das 1-1, war ich erstmal froh rum. Dann der alles entscheidende Kampf, ein höher, nämlich 1-0, 30 gewonnene Pokale. Und auch da habe ich gedacht, wieso bist du jetzt schon in Arena 8, obwohl du noch gar nicht in Arena 8 bist. Aber egal, ich habe gekämpft und habe auch jetzt ein bisschen meinen Respekt abgelegt vor der einen oder anderen Truppe, weil ich so ein paar Tipps und Tricks gekriegt habe, wie setze ich welche Truppe am sinnvollsten. Er kommt hier mit dem nervigen Ofen, den habe ich auch schon mal im Deck gehabt und hat auch den Klonzauber dabei. Da weiß ich gar nicht, ich glaube, den kriegt man jetzt in Arena 8, wenn man denn die Karte zieht. Und ich weiß nur nicht, wie viele Plätze der klonen kann, ob der vielleicht auch so einen Golem klonen kann. Kurzfristig, keine Ahnung. Aber meiner geht hier schon mal ganz gut durch. Er muss schon ganz gut kontern. Ich komme an den Turm ran und schaffe schon mal so ein paar Hits. So pro Welle, so 200 bis 300 habe ich mir eigentlich vorgenommen, dem Turm denn abzuziehen. Muss jetzt mal meinen Feuerball zücken. Skellys hinterher. Und in der Verteidigung, glaube ich, bin ich auch immer noch ganz gut. Die habe ich allerdings auch nicht ganz durchlaufen lassen, weil die hätten meinen Turm geschafft. Und komme jetzt nochmal mit den normalen Truppen, also der Golem dauert ja dann doch ein bisschen, bis man den bringen kann. Die Feuergeister kommen allerdings nie durch, da weiß ich, der Ofen ist sicherlich in der Verteidigung nett, aber für den Angriff, er ist halt einfach nur nervig. Ja, und aber meine siebene Musketierin mit dem Fass zusammen schaffen jetzt noch ein bisschen an seinem Turm, weil er wahrscheinlich auch auf irgendetwas wartet. Nämlich auf den Lava-Hund, der kostet ja auch ein bisschen und ist sehr langsam. Setzt er hinten in der Ecke. Da kann ich natürlich meinen Konter bzw. meine Abwehr ganz locker drauf aufbauen, wenn der so lange braucht. Und komme auf jeden Fall mit Lufttruppen gut klar. Habe jetzt meine Minions noch und brauche, glaube ich, gar nicht. Dahinter bringt er jetzt die Musketierin in Level 5, also noch nicht ganz so hoch. Und sauber verteidigt, kaum was verloren am Turm. Das ließ mich natürlich hoffen. Jetzt kommen wir schon in die 2-Elixier-Phase mit dem Golem rein. Ich denke mal, ich habe ihn auch gleich nochmal im Einsatz. Das weiß ich gar nicht so genau, aber da hinten kommen meine kleinen, kommen mein Kobold fast gut durch. Und auch meine Skellys. Er klont jetzt nochmal die 8er Minions. Das ist natürlich nicht schlecht, aber gegen meinen Magier hat er natürlich nichts anzustinken. Links musste ich einmal mit den Pfeilen, da machen die Skelette natürlich gar nichts. Und kontert hier jetzt nochmal mit Barbaren auf 6. Die sind sicherlich nicht schlecht, aber gegen Luft natürlich, gegen Lufttruppen haben die natürlich nichts auszurichten. Und ich hatte hinten noch 37. Klar, die messern einmal zu. Das war mein Turm. Jetzt ging es nur noch darum, verteidigen, verteidigen, verteidigen. Und ich habe auch wirklich alles in die Waagschale reingeworfen, alle Truppen. Er klont hier nochmal ohne Ende die Skellys. Hätte er da einen Wut sicherlich noch bei gehabt, wäre mein Turm gefallen. Aber so war das mein Kampf in Arena 8. Ich war richtig gut zufrieden. Stehe jetzt immer noch auf dem gleichen Standpunkt. Zwischendurch hat mich mal ein bisschen was verwundert. Das will ich euch auszeigen. Und zwar, wenn der Gegner einen Ballon setzt, dann erscheint er im normalen Rot und ich in diesem lila Rot oder was es auch immer darstellen soll. Ich muss mal gerade gucken, wo so einer ist. Hier. Also nicht in dieser Farbe, sondern er kommt in Rot auf einen zu und wenn man selber setzt, ist er in der Farbe. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Keine Ahnung, aber ich habe es erstmal geschafft. Habe dann auch das Angebot in Anspruch genommen. Das heißt also, ich habe mir die Magietruhe gegönnt. Da war dieser kleine dieser Mini-Eis-Zwerg da drin, ich weiß gar nicht, wie die Karte heißt. Wir können das mal eben nachschauen, wie die Karte heißt, die ich da gezogen habe. Er hier ist das. Das ist der Eisgeist auf Level 1, den habe ich da gezogen. Und ich glaube, in dem Angebot war sicherlich sehr, sehr nett, die 1200 Juwelen und natürlich die 100.000 Gold. Das habe ich mir mal gegönnt. Man sieht das auch, 102.000 habe ich da oben. Habe einiges an Kisten zu öffnen. Und mache aber erstmal nichts. Ich koste das mal richtig schön aus. Das heißt, die können wir doch mal aufmachen. Ich koste das mal richtig schön aus, dass ich in Arena 8 bin. Jawohl, kann den gleich leveln, wenn ich ihn denn mal nehme. Ja, muss ich mal gucken, was ich da mache. Und freue mich
auf eine neue Folge Clash Royale. Die nächsten Tage wieder. Jetzt kommt erstmal wieder eine Folge Clash of Clans. Da hat sich auch einiges bei uns getan. Aber dieses Mal als Sonderfolge mit eingeworfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen da. Natürlich auch immer wieder einen Kommentar. Ich hatte ja eine Frage gestellt wegen den Ballons. Vielleicht kann die mir jemand beantworten. Und ich zeige euch auch mein aktuelles Deck. Auch da gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial. Kostet 4,4, ist auch nicht gerade günstig. Ich wollte eigentlich immer so um 4, etwas unter 4 bleiben, was Elex-Kosten angeht. Aber mit dem Deck habe ich mich echt hochgearbeitet. Das hat mir gut gefallen. Das spiele ich jetzt auch erstmal weiter. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge die nächsten Tage, wenn es heißt Thorsten clasht Clash Royale.